So, heute mal wieder ein Unboxing von mir und auch das letzte für dieses Jahr. Die Röderbestellung ist jetzt eingetroffen. Wir haben heute den 7. Dezember. Gestern ist die Lieferung angekommen und heute wollte ich schon mal den ersten Teil vom Unboxing drehen. Vorab, es kann durchaus mal sein, dass die Katzen mal durchs Bild laufen oder es mal ein bisschen raschelt. Also das sind die Pyrokatzen, die bei uns hier rumrennen. Einige werden sie ja wahrscheinlich schon kennen. Es sind in diesem Jahr 11 Pakete. Wir fangen jetzt erstmal mit den kleineren Paketen an, mit den VEs, mit den Drahtkäfigen und so weiter. Also die Pakete mit den Drahtkäfigen. Also die Drahtkäfige habe ich auch schon entfernt. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Und morgen wird dann der zweite Teil gedreht. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Den ersten Karton habe ich schon mal aufgeschnitten, aber noch nicht reingeguckt. Dann machen wir das jetzt zusammen. So, mal sehen, was das Gutes ist. Jawohl. Das sind zweimal Heikos Favorit. Schönes Design. Schönes Kaliber, 283 Gramm Nimm, 15 Schuss, 30 mm. Ich glaube, Heron steckt dahinter. Auf jeden Fall, die haben mir sehr gut gefallen, die Batterien. Oder die Batterie hat mir sehr gut gefallen auf den Videos. Die habe ich zweimal. Und da ist die zweite Batterie. So, ist der erste Karton auch schon leer. Stellen wir unten nehmen. Dann kommt jetzt hier ein kleiner, auch wieder eine Versand. Ja, genau. Das ist die Brutus. Eine 3er VE. Kennt auch, glaube ich, jeder. Hatte ich letztes Jahr auch schon. Ich hoffe, dass sie genauso gut ist wieder wie letztes Jahr. Wir waren jetzt Anfang November beim Vorschießen in Osnabrück und da hat diese Batterie nicht so gut abgeschnitten. Ich hoffe, die ist gut, so wie letztes Jahr. Also beim Vorschießen war die richtig scheiße, aber naja, dann können wir es halt nicht ändern. Dreimal die Brutus. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das legt sich hoffentlich gleich wieder. So, dann kommen wir hier zum nächsten Paket. Das war auch wieder eine VE. Ein Drahtkäfig. Mal sehen, was das ist. Das ist wieder eine Batterie. Das ist ein bisschen auseinander. Das ist mein Fußboden. Das ist der Stramme Max. Eine schöne Fächerbatterie. Mit 490 Gramm Nem. Ja, ich glaube auch, dass dort Heron hintersteckt. Genau weiß ich es jetzt so nicht. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Kaliber 21, 50 Schuss. Das ist ein cooles Teil. Und das Design ist auch auf jeden Fall richtig gut. So, dann zum nächsten Paket. Wieder etwas größer. Also wieder zwei Batterien drin. Hatte ich letztes Jahr auch schon. Das ist die Crazer im Doppelpack. Einfach Hammer, die Batterie. Kann ich nur empfehlen. Also ein super Ding. Gefällt mir richtig gut. Die kann richtig was. Die haben wir zweimal dabei. Hier ist die zweite. So ist der Karton auch schon wieder leer. So, dann sind die VEs, glaube ich, soweit durch. Genau. So, dann haben wir hier, ich hoffe mal, eine schöne Batteriebox. Und gucken da mal rein. Die machen wir jetzt mal auf hier. Seite.
Da haben schon ein paar Gao-Batzen. Genau, das ist die Garden Surprise. Spricht man das so aus? Ja, ich hoffe. Ja, ist glaube ich eine Neuheit von diesem Jahr. Die hat mich auch sehr überzeugt. Richtig schöner Effekt. Also gefiel mir richtig gut. 19 Schuss. Wie viel Nem hat die? 266 Gramm. Also die kann schon was. Ein richtig cooles Teil. Müssten wir sogar, glaube ich, zweimal haben. Nee, das ist was anderes. Das ist die Happy Flower. Ist auch eine Neuheit von diesem Jahr. Ist genauso aufgebaut. Auch 19 Schuss. Hat auch 266 Gramm. Ja. Auch ein cooles Teil. Gefiel mir auch sehr gut auf den Videos. So, genau. Und jetzt kommen sie doppelt. Also nochmal die Happy Flower. Und dann haben wir hier nochmal die Garden Surprise. Ja. Dann gucken wir weiter. Was haben wir hier? Genau, die Mercury Fontäne von Weco. Eine schöne Fontäne, gefällt mir richtig gut. Hatte ich auch schon mal. Und dieses Jahr ist sie wieder mit einem Warenkorb. Dann haben wir hier Glühwürmchen. Auch von der Röderlein ist das. Das ist auch eine Neuheit. Das sind Pfeifer und die verwandeln sich dann zu ja, bunten Kometen. Mir auch richtig gut gefallen, die Batterie. Hat ein Kaliber von 20 mm, 480 Gramm NEM, 60 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer. Also die kann schon was. Schönes Design irgendwie, also sieht richtig geil aus. Und sieht auch richtig wertig aus, alles so. Das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier noch zwei Batterien drin. Das ist von Nico, die White Strobe. Das ist eine Neuheit vom letzten Jahr. Ich mag das. Schöner Effekt, schöne Blinker. Also schönes Teil. Und die haben wir dann gleich noch einmal. Nochmal die White Strobe. Dann ist der Karton auch schon wieder leer. Dann habe ich hier noch einen großen Karton, den lasse ich hier hinten mal stehen. Das ist ein Raketenkarton. Dann mache ich das mal auf hier. Mal gucken, was da uns so alles entgegenkommt. Oh, hier ist zum ersten Mal Verpackungsmaterial mit drin. Nee. So, dann fangen wir mal an. Als erstes haben wir hier Zinkraketen, von jeder Sorte was. Das ist so ein Mischpaket. Hatte ich noch nicht, die Zinkraketen. Wer meine vorigen Videos jetzt gesehen hat, hat auch gesehen, dass ich beim Neumann Feuerwerk mir die 905 geholt habe. Ja, und die ganz normalen Zink, die 20 Grammer hier, habe ich mir jetzt auch noch mal geholt. Wollte ich auch noch mal testen. Wie gesagt, hatte ich noch nicht Zinkraketen. Mal sehen, wie die sich so unterscheiden. Die haben 20 Gramm, die 905 haben 75 Gramm. Also da wird schon ein Unterschied sein, aber die Effekte sind, glaube ich, identisch. Also vom Aussehen her. Schöne Raketen auf jeden Fall. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier einmal das Farbrausch von Nico. Ein schönes Leuchtfeuerwerksortiment. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, wollte ich einfach auch mal wieder ausprobieren. Ich vor Jahren mal bei der Feuerwerksvitrine sowas ähnliches bestellt. Und mit dieses Jahr mal wieder bei Röder. Auch ein schönes Set. Ich muss jetzt noch mal dazu sagen, die Bestellung hier ist nicht komplett für mich, sondern da hat auch noch jemand mitbestellt. Also, so einige Artikel, die gehören mir nicht. Und, aber da sage ich dann noch was dann dazu. So, dann geht's weiter. Genau, das ist eine Neuheit. Das sind die Bombenrohre von Panda, müssten die sein. Das ist von Panda, glaube ich.
Genau, Panda-Feuerwerk, das ist die Neuheit von diesem Jahr. Die wollte ich dann auch mal ausprobieren. Das sind diese 30 mm Bombenrohre. Die meisten kennen sie wahrscheinlich schon. Also die haben mich auch sehr überzeugt. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Pyrozylinder Nummer 2 von Blackbox. Ja, das ist eine Fontäne, ist das. Kennt wahrscheinlich auch schon jeder. Ist auch eine Neuheit, glaube ich. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ein schönes Teil. Dann geht's weiter. Das ist eine Jumbo Rauchfackel in Blau. Auch von Blackbox. Ich mag sowas. Schöne Rauchfackel. Ja, keine Neuheit, glaube ich, aber wie gesagt, ein super Ding. So, dann geht's weiter. Ich nehme schon mal zwei Sachen raus. Das ist einmal Effetto Tris. Das sind auch schöne Fontänen von Pyro Gyoji. Ich mag den Hersteller wohl. Ich habe die Jahre auch immer die anderen Sachen schon ausprobiert, wie Notodoro und wie sie nicht alle heißen. Dieses Jahr die Effetto Tris. Und dann haben wir noch was. Ach, die Notodoro wieder. Hatte ich die doch mitbestellt. Auch von Pyro Gyoji. Ja, die letzten Jahre immer überzeugt. Also habe ich sie dieses Jahr auch wieder mitbestellt. Wusste ich gar nicht mehr. So, dann geht's weiter. So, jetzt kommen wir zu Artikeln, die ich nicht bestellt habe, sondern der Mitbesteller. Das sind einmal die Defender Bombenrohre vom Panda. Kennt auch schon jeder. Wie gesagt, hat ein Kollege mitbestellt. Dann einmal die Mini-Simulator von Leslie. Die habe ich auch nicht bestellt. Die hat auch sich ein Kollege bestellt. Kennt auch, glaube ich, jeder. So, dann haben wir hier den Koller-Vulkan von Jorge. Das ist auch ein Artikel, den sich ein Kollege bestellt hat. Kennt auch, glaube ich, jeder. Auch ein super Teil. Also mir gefällt er auch persönlich. Wie gesagt, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Preis-Leistung, was Besseres gibt es, glaube ich, nicht. Und dann haben wir hier einmal Assorted Fountains. Diese Packung gehört mir auch nicht. Wie gesagt, hat auch der Kollege bestellt. So, dann geht es weiter. So, jetzt fällt das hier fast runter. So, dann haben wir hier einmal die 55 Raketen von Pyroart. Die habe ich auch nicht bestellt. Und zweimal Skyrockets von Jorge habe ich auch nicht bestellt. Bombenrohre von Diamond, einmal den Blue Star, habe ich auch nicht bestellt, und einmal das Golden Star, habe ich auch nicht bestellt. Kennt auch, glaube ich, jeder, ist ja dieses Jahr das letzte Mal, dass wir die schießen dürfen. Wie gesagt, ich habe noch eine VE und ja, Kollege wollte gerne nochmal die Bombenrohre haben, also hat er sich nochmal zwei mitbestellt. So, dann kommen wir hier zur Mythos-Fontäne von Röder Feuerwerks Edition. Das ist ja die Smarty-Effekt-Fontäne. Hatte ich letztes Jahr schon. Gefällt mir richtig gut. So, dann haben wir 1, 2, 3 mal wieder Assorted Fountains. Das sind diesmal meine. Die habe ich bestellt. Dann haben wir hier noch einen Jorge Goldvulkan, hat auch der Kollege bestellt. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal Leslie Gold, genau wie letztes Jahr. Super Batterie, schöner Effekt, Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Ja, da kann man nichts falsch machen. So, dann haben wir hier auch wie letztes Jahr Leslie Bimbo. Hat mir sehr gut gefallen. Schöne Neuheit, glaube ich, vom letzten Jahr. Ist ja die Zaubertrommel. Also
haben sie gut hingekriegt. So, dann Premiere Future Rockets von Comet. Habe ich zum ersten Mal. Wollte ich immer mal haben, immer schlecht ranzukommen. Ja, dieses Jahr sind sie dabei. Das freut mich sehr. Ja. Future Rockets von Comet. Kennt wahrscheinlich auch schon wieder. So, dann haben wir hier einmal Visco von Blackbox zum Verleiten. Dann einmal, das habe ich auch noch nicht, das ist von Diamond, das Magic. Schönes Fontänensortiment, Leuchtfeuerwerksortiment. Mir auch sehr gut gefallen. Wollte ich auch mal ausprobieren. So, dann kommen wir hier zu einer Neuheit von Veko. Das ist die Carnival. Das ist so eine Fontäne ist das. Ich glaube mit so einem heftigen Ausstoß zwischendurch mit Crackling. Hat mich auch sehr überzeugt auf dem Video. Mal sehen, ziemlich leicht das Ding. Wie viel Nemm hat das Ding? 90 Gramm, also viel ist das nicht. Mal gucken. Also wie gesagt, auf dem Video sah das richtig gut aus. Mal sehen, was es treiben kann. Dann haben wir hier genau, E-Zünder sind das von Heron. Ich wollte dieses Jahr mal ein bisschen experimentieren mit E-Zündung. Mal sehen, ob das wieder so klappt. So sehen die aus. Ja. Wie gesagt, ist dieses Jahr Premiere. Ich wollte das mal ausprobieren. Mal sehen, wie das so rüberkommt. Ein bisschen testen wollte ich da auch mal mit ein bisschen Klasse 1 und so weiter und vielleicht die ein oder andere Batterie mal mitzünden. Und nächstes Jahr wollte ich da mal komplett auf die Elektrozündung da mal zurückgreifen. Nicht immer hinlaufen, anzünden und dann weg. Mal schön auf dem Stuhl sitzen, auf der Auffahrt und dann das von dort aus genießen. Bisschen stressfrei. Also wie gesagt, zum Testen mal ein paar mitbestellt. Mal sehen, wie die Dinger so abgehen. So, dann kommen wir hier Effetto Vulcano, auch von Pyro Biagi. Wollte ich auch mal ausprobieren. Wie gesagt, Pyro Biagi, guter Hersteller, gefällt mir richtig gut, was die da so zaubern. Ja, auch ein schönes Design, schöne Vulkane, die können richtig gut was. So, dann das Premium Vulkan Sortiment von Blackbox, eine Neuheit von diesem Jahr. Ziemlich klein, die Dinger. Mal sehen, was die so können. Auf den Videos kam die ganz gut rüber. Ja, auch einfach mal mitbestellt. Mal sehen, was die Teile so drauf haben. So, oh, ich habe gesehen, noch eine Packung Assorted Fountains. Das ist auch noch meine. Ja, hatte ich noch 5 bestellt. So, dann wie jedes Jahr Sternenglanz von Veko. Ich stelle das mir hier so ein bisschen hoch. So, Sternenglanz von Veko. Auch noch mal eben so hoch. Ja, schöne Vulkane sind das von Veko aus deutscher Produktion. Hatte ich letztes Jahr auch schon, habe mich sehr überzeugt. Dieses Jahr wieder dabei. Ich glaube, kosten um die 6 Euro, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber das sind die auf jeden Fall wert. Und alle schönen Größen. Und der letzte, der hat danach am Ende nochmal so richtig schön Dampf. Da kommt nochmal richtig gut was raus. So, weiter. Haben wir den Satteletikett schon abgerissen. Das ist das X-Effekt oder XB12-Effekt von PyroArt. Das Raketensortiment. Hat auch der Kollege bestellt. Hatte ich vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal. Und ja, gefällt mir auch richtig gut. Das packe ich hier mal hin. Und ja, dann geht es weiter. So, dann geht es hier weiter. Wie ist das? Türgroup Europe, Vulkan. Wie ist das? Das habe ich nicht bestellt. Ist das das Gratis-Geschenk? Weiß ich nicht. Da muss ich noch mal gucken, das weiß ich nicht, habe ich nicht bestellt. Das weiß ich so, dass ich das Ding nicht bestellt habe. Hm.
ist merkwürdig. Hatte der Kollege auch nicht bestellt. Also das weiß ich definitiv. Ja, muss ich mal gucken, ob es das Gratisgeschenk ist oder ob das irgendwie ein Ersatzartikel ist oder dass es versehentlich reingekommen ist. Mal gucken. So, dann haben wir hier einmal Doppelknall von Xplode. Auch eine Neuheit von diesem Jahr, glaube ich. Bin auch mal mitbestellt, wollte ich auch mal ausprobieren. Dann haben wir hier noch einen Blackbox-Vulkan, den Nummer 3, Luna, auch ziemlich klein, auch eine Neuheit von diesem Jahr, auch zum Testen mal, winzig die Dinger, sieht immer so groß aus alles im Internet. Und einen Blackbox Ultralux in Rot, kennt glaube ich auch jeder, die haben es richtig drauf, die Dinger. Schöne Teile. So, dann nochmal das Magic von Diamond. Das ist für einen Kollegen auch. Wir haben uns das beide geholt. Ja, auch schön. Dann 1, 2, 3-mal Glanzlichter von Pyrat, römische Lichter. Brauche ich fürs 0 Uhr Feuerwerk. Finde ich persönlich, sind die besten römischen Lichter. Die haben die schönsten Farben. Gefallen mir richtig gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel aus dem ersten Teil. Das ist wie letztes Jahr auch die tolle Lola. Auch von Weco. Schöne Raketen sind das. Gefällt mir auch richtig gut. Ja, gut, das war der erste Teil vom Unboxing. Der zweite Teil wird dann wahrscheinlich erst morgen abgedreht. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen verstauen hier und die Sachen, wie gesagt, für einen Kollegen bereitlegen. Der holt die dann die Tage auch ab. Und dann ja, sehen wir uns dann beim zweiten Teil. Und dann noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.